Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Sonne, Quadrat, Mars. Und alleine dieses Horoskopbild macht schon ein wenig Angst, weil immer wenn wir Saturn im 10. Haus, und hier steht er sogar an der Spitze des 10. Hauses, sehen, wenn ich dann noch Sonne, Jupiter, von mir aus Merkur auch noch, aber Sonne, Jupiter im 10. Haus sehe und gleichzeitig Mars und Uranus im 12. Haus sehe, dann ist das eine äußerst gefährliche Kombination, äußerst gefährlich. Zunächst einmal, wer ist die Sonne? Die Sonne ist der Herrscher des 4. Hauses, weil die Spitze 4. Haus steht im Löwen. Wer ist der Mars? Der Mars ist der Herrscher des 12. Hauses, aber auch der eingeschlossene Herrscher des 6. Hauses. Also das heißt, das Thema Verlust von Arbeitsplätzen könnte so nebenbei eine kleine Rolle spielen oder Gesundheitsthema könnte auch hier reinspielen. Und hier, Sonne, fokussiert sich jetzt die gesamte Wut, ja, auf die Geheimdienste, die Verschwörung, die Jahrtausende alte Verschwörung. Ich weiß schon, was ich spreche. Jahrtausende, ich würde fast sagen Jahrhunderttausende alte Verschwörung, also bezogen auf diese menschliche Spezies, den Homo consumans debilis, der jetzt soeben abgelöst wird durch den Homo smartphoneensis cebu. Es wurde noch eine dritte Spezies gebastelt, aber das hat sich nicht so ganz durchgesetzt. Das ist der Homo officiensis, aber der ist jetzt eine aussterbende Spezies, weil jetzt geht's zur Sache. Jetzt würde ich sagen, jetzt geht's los. Also hier tut sich wirklich einiges. Ein heftiger Aspekt, ich mag das zwar auch nicht selber aussprechen, aber wir werden hier wahrscheinlich Gewaltexzesse sehen. Und der Saturn an der Spitze des 10. Hauses, ja, ist der Herrscher von 9. Das bedeutet Freiheit. Ja. Das Thema Freiheit hat kardinale Bedeutung, wird extrem ernst genommen und den Menschen reicht's. Weil das 10. Haus steht ja immer für Saturn-Energie, das heißt für Strenge. Die Leute wollen nicht mehr, die haben die Schnauze voll. Und wenn ihr schaut, jetzt tritt die Situation ein, von der ich immer gesprochen habe. Achten und warten wir darauf, wenn mehrere Planeten über dem Horizont stehen, also in der nördlichen Hemisphäre, und das haben wir, glaube ich, beeindruckend. Nur der Mond befindet sich unterhalb als Herrscher des 3. Hauses, aber der Rest der Planeten, alles auf der oberen Hemisphäre, und das bedeutet schon einiges. Die Aussage ist nicht von schlechten Eltern. Und wenn wir dann noch suchen, wie ich auch beim letzten Mal gesagt habe, das Würstel im Kraut, also sozusagen Kim Jong-Kurt, auch Nordkorea-Kurt genannt. Ich glaube, er hatte schon einen nordkoreanischen Reisepass und seine Freunde ebenfalls. Ja, also wir waren schon bei der koreanischen Botschaft und sind sehr freundlich als Genossen behandelt worden. Ja, das glaube ich sehr, sehr sicher, weil der Herrscher von 10 befindet sich im 12. Haus eingeschlossen im Stier. Hier herrscht nur noch blanke Ratlosigkeit. Weiter zum 3. Teil. Ende.